Die Rechnung 2021 schließt erfreulicherweise mit einem Überschuss von 5,2 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 41 Millionen. Bekanntlich macht aber ein Schwalbe noch keine Summe. Wir haben für rund 20 Millionen Franken Einmaleffekte, die dazu beitragen. Wir haben nach wie vor rekordhohe Investitionen und den Finanzplan 2023 bis 2025 zeigt in allen Jahren immer noch Defizit auf. Mein Fazit: Es besteht nach wie vor finanzpolitischer Handlungsbedarf, aber wir haben ein bisschen Zeit gewonnen.